Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe es euch bei der Bookshelf Tour Teil 1 ja schon angekündigt. Ich habe nämlich hier ein Päckchen liegen und das möchte ich heute mit euch zusammen auspacken. Es gab nämlich letzte Woche oder vorletzte Woche wieder ein Angebot bei Rebuy. Da hat man die Versandkosten gespart und dann habe ich gedacht, ja, die 3,99 € kannst du dir sparen. Du hast so einiges auf deiner Wunschliste. Habe dann noch mal ein bisschen durchgeschaut, was davon auch bei Rebuy erhältlich ist und habe dann wieder ein schönes Paket zusammengestellt. Ich würde sagen, ich mache es jetzt mal auf und dann schauen wir mal, was drin ist. So, einmal, zweimal und dann einmal noch in der Mitte. Tada, offen ist es. Und jetzt gucken wir mal, was direkt oben aufliegt. Ah, ich sehe schon ganz, ganz viele Schätze. Ihr seht es jetzt leider nicht, weil ich es auf dem Schoß liegen habe. Erstmal das ganze Papier aus. Das ist neu. Guck mal, da sind Skittles drin. Limited Edition, wahrscheinlich so eine Schlank-Edition. Sieht nämlich irgendwie schwarz-rot-gold aus. Und wenn ihr das seht, die Skittles sind auch schwarz-rot-gold. Wie cool! Heute Abend geht's ja los, von daher passt das sehr gut. So, schauen wir mal, was da so drin ist. Ich habe schon wieder ganz vergessen, was ich gekauft habe. Das ist auch gut so. Ich mache mal gerade hier noch die Sticker ab. Die finde ich nämlich nicht so sonderlich schön. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem ersten, das ganz oben aufliegt. So, Buch Nummer 1 wäre The Moon and More von Sarah Dessen. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Autorin ist. Es geht um die junge Emmaline, glaube ich. Genau, Emmaline. Und eigentlich hat sie schon genau Pläne, wie ihr Leben weitergehen soll. Sie möchte nach der Schule jetzt auf eine Uni, möchte dort mit ihrem Freund zusammen hin. Aber plötzlich taucht da ein anderer Mann in ihrem Leben auf. Und ihr leiblicher Vater möchte auch das ein oder andere zu ihrem Leben beitragen. Und plötzlich weiß sie gar nicht mehr, was sie machen soll. Und alle Pläne, die sie hatte, sind dann quasi oder werden in Frage gestellt. Ich habe das Buch schon ewig auf meiner Amazon-Wunschliste und jetzt hatten sie es, ich weiß nicht mehr genau, was ich dafür bezahlt habe. Ich blende es euch natürlich immer wieder hier oben ein. Auf jeden Fall war es nicht teuer, lasst es mal 2 € maximal gekostet haben und es hat absolut keine Leserillen, was mich natürlich auch freut. Nur hier habe ich gerade gesehen, wo war es? Hier. Hier ist so eine kleine Macke drin, aber da lässt sich jetzt drüber streiten. Für ein Taschenbuch, das nur Zustand sehr gut hatte und nicht wie neu, kann ich absolut keine Mängel feststellen. Ich bin begeistert. So, schauen wir mal. Sticker ist ab. Das zweite Buch, das ich mir gekauft habe, wäre Herzüberblick von Amelie Moorman. Es geht um ein Mädchen, mal wieder. Sie heißt Caro. Caro geht, glaube ich, wenn ich das richtig erkenne, vom Klappentext her noch zur Schule und begleitet eines Tages ihre beste Freundin Mariella zu einem Casting. Eigentlich will sie nur für die Schule lernen, möchte einen guten Abschluss machen, aber wird dann von ihrer besten Freundin breitgeschlagen, einfach mal mitzukommen. Und dort lernt sie den YouTuber Felix kennen. Und als dann diverse Gefühle in ihrem Bauch aufsteigen, weiß sie halt einfach nicht so genau, wie sie damit umgehen soll, weil eigentlich möchte sie ja einfach nur einen guten Abschluss machen und sich jetzt nicht noch verlieben. Und dann fangen auf einmal auch seine Fans bei YouTube an, über sie herzuziehen, was ihr natürlich auch einen herben Dämpfer verpasst und sie denkt, ja gut, vielleicht war es doch nicht das Richtige, aber es wäre kein schönes Liebesbuch und Liebesroman, wenn die Geschichte damit enden würde, oder? Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich dafür bezahlt habe. Wie gesagt, ich blende es euch ein, aber keine Leserin. Ja, erschienen ist das Ganze bei Carlsen. Gibt es neu für 4,99 €. Es hat auch nicht so viele Seiten. 108. Ich
jetzt mal wieder in die Kategorie leichte Sommerlektüre einsortieren. Das ist für mich jetzt auch so ein Buch, das lese ich draußen im Garten an einem Tag einfach mal durch, einfach mal, um eine schöne Geschichte zwischendurch gelesen zu haben. Ich bin begeistert. Bis jetzt, toi toi toi, die ersten zwei Bücher im Taschenbuchformat waren echt top. Rebuy, da habt ihr euch diesmal echt nicht lumpen lassen. Oh, Nummer 3 sehe ich auch gerade, es hat keine Leserillen. Ich mache jetzt mal noch diesen ekelhaften Sticker ab. Ich weiß nicht, warum die immer diese Sticker draufkleben müssen. Es wird doch einfach reichen, da irgendwie so einen Schutzumschlag drauf zu machen und es dort reinzukleben. Weil ich habe dann nämlich immer diese schönen Rückstände, ich weiß nicht, ob man sieht, da diese Fusselrückstände, das nervt mich extrem. Oh, das Buch wurde damals bei Hugendubel gekauft. In München. Also das Buch hier stammt aus München. Und ist Tinderella. Ich habe das Buch gesehen und musste so lachen. Es ist auch von Jolie. Weil du willst nicht fokussieren. Von Jolie ausgezeichnet. Anscheinend gab es da mal einen Bericht dazu. Ich weiß es nicht. Aber ich habe letztens irgendwann eine Rezension davon gesehen oder gelesen. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall wanderte es direkt auf meine Wunschliste und ich fand den Titel mit Tinderella schon so witzig. Und hinten drauf steht noch ein Text oder ein Satz, der bringt mich auch direkt wieder zum Schmunzeln. Rosie Edwards zog aus, Mr. Right zu finden und entdeckte Tinder. Also wer von euch mal irgendwann auf einer Dating-Plattform war, der weiß, was dort für Gestalten rumkreuchen und fleuchen. Und selbst wenn es die Freunde nur erzählen, aber ihr wisst ja selbst, dort die große Liebe zu finden ist quasi unmöglich. Wie gesagt, ich bin ja da raus, ich brauche den Quatsch nicht, aber das Buch interessiert mich dann trotzdem mal, weil ich von meinen Freundinnen einfach so viele lustige Geschichten schon kenne und mal gespannt bin, was hier noch so los sein wird. Das nächste Buch, das ich hier habe, habe ich schon wieder total verklebt. Aber da bin ich ja selbst dran schuld, wenn ich die Sticker abmache. Auf jeden Fall, das nächste Buch hat mir eine Freundin empfohlen. Ich weiß nicht, wie oft sie mir schon gesagt hat, wenn wir uns unterhalten haben, du musst dieses Buch lesen. Vor allem, weil ich von dem Autor jetzt im April und im Mai ein Buch gelesen habe, soweit ich weiß. Und zu ihr gesagt habe, es ist dein Lieblingsautor, aber irgendwie werde ich nicht 100% warm mit ihm. Und dann sagt sie mir jedes Mal, du musst dieses Buch von ihm lesen. Und zwar spreche ich von Kai Meier, Die fließende Königin. So sieht das Ganze aus. Ich weiß nur, dass es in Venedig spielt. Ich weiß, dass es ein junges Mädchen ist. Ich glaube, Merle heißt sie. Und dass es ein Jugend-Fantasy-Buch ist. Viel mehr hat sie mir nicht verraten. Auf jeden Fall wäre es ein wunderschönes Buch. Und da wir bei Büchern recht oft den gleichen Geschmack haben, habe ich mich jetzt mal endlich dazu bereit erklärt, das Buch zu kaufen. Was es gekostet hat, blende ich euch jetzt mal hier ein, über meiner Schulter. Ich bin mal gespannt. Ich möchte es auf jeden Fall noch diesen Monat anfangen, obwohl ich eigentlich diesen Monat schon kein Meier-Buch gelesen habe, mal wieder. Aber egal. Vielleicht schaffe ich es den Monat noch, aber ich habe auch noch ein anderes Buch da liegen. Das zeige ich euch gleich auch noch. Das gehört jetzt nicht zu diesem Rebuy-Paket, aber es ist jetzt irgendwann letzte Woche bei mir eingezogen und ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut und deshalb muss ich es euch in diesem Video jetzt auch einfach mal noch zeigen. Aber das machen wir ganz am Schluss. Wir machen weiter. Da haben wir nochmal ein Taschenbuch. Und der Sticker, der will nicht. So, da hätten wir einmal Bossman. Ich weiß nicht, bei wem ich das Buch gesehen habe. Ich weiß auch nicht mehr, ob es bei BookTube war oder bei Instagram oder ob es von einem Blog eine Rezension war. Aber es hat sich gut angehört und ich habe es per Zufall, als ich bei Rebuy gestöbert habe, gesehen, habe gedacht, so, du hast auf jeden Fall eine positive Emotion daran geknüpft, also wandert es jetzt mal mit in den Warenkorb. Es ist auch mal wieder so ein richtiges Klischeebuch, aber man kann das Rad ja nicht neu erfinden. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, das
diese Thematik von diesem Buch auch nochmal anders umzuformulieren, einen anderen Storyline noch mit einzufügen. Auf jeden Fall geht es um ein Mädchen, es heißt Reese, genau, Reese heißt das Mädchen oder die Frau. Und sie hat gerade das allerschlimmste Date aller Zeiten. Und als sie so ihren Blick durch das Lokal oder wo sie auch immer sind, schweifen lässt, entdeckt sie einen attraktiven Mann. Und er sieht irgendwie ihr an, dass sie gerade ein furchtbares Date hat und beschließt, sie daraus zu retten. Er setzt sie einfach zu ihr, macht so, als wären sie schon alte, beste Freunde und verkrault ihr Gegenüber quasi. Als sie dann ein paar Wochen später einen neuen Job anfängt, ist er, also dieser attraktive Mann, ihr neuer Boss. Ich habe ja, ich glaube im Mai war es, die ersten zwei Bände von der Boss-Reihe von April Dawson gelesen. Hat mich da jetzt auch wieder ein bisschen dran erinnert, aber ich lasse mich überraschen, ob das Ganze vielleicht eine ganz andere Wendung hat und die Geschichte einfach anders ausgeht. Dann habe ich mir ein Buch bestellt, das ich schon ungefähr, ungelogen, 5-mal bei Rebuy bestellt habe und 5-mal kam die falsche Ausgabe an. Sticker ist ab. Ich rede natürlich von Harry Potter und der Feuerkelch ist diesmal. Also ich habe jetzt schon in meinem Bookshelf-Tour, ich glaube in Teil 1, gesagt, dass ich ja die ganze Reihe zwar habe, aber dass ich eine falsche Auflage habe. Heute will sie echt nicht fokussieren. Ich habe ja die Auflage mit diesem Viereck und dem Carlsen-Schriftzug, der dann halt so rumgeht. Und das da ist jetzt mal wieder eine ganz andere Auflage, aber ich kann sie einfach nicht gebrauchen, also wird dieses Buch wahrscheinlich auch zurück zu Rebuy wandern. Vor allem ist es hier unten auch voll irgendwie mal nass, ach heute will ich nicht, nass geworden. Nicht besonders schön, vielleicht verschenke ich sie auch, vielleicht bastel ich auch damit, ich muss mal schauen. Aber es nervt mich einfach, dass ich diese bestimmte Auflage nicht kriege. Ich beobachte auch schon immer eBay Kleinanzeigen und schreibe den Leuten, schickt mir mal bitte die Rückansicht von dem Buch. Ich suche eine bestimmte Auflage und nie ist die dabei, die ich brauche. Ich könnte in den Tisch beißen. Also nochmal ein Aufruf, falls irgendjemand die Auflage hat, wo hier viereckig das Carlsen-Logo ist, in diese Richtung geschrieben, und ich glaube, das Harry Potter-Logo ist ein Stückchen oben drüber, wo hier kein Rahmen außenrum ist, nochmal, kein Rahmen, dann schreibt mir bitte, ich suche diese Auflage schon überall und flippe bald aus. So, das musste jetzt nochmal gesagt werden. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Das nächste Buch, das wir hier haben, ist, soweit ich weiß, der Band 1 einer Reihe. Wie viele Bücher die Reihe genau hat, kann ich euch nicht sagen. Aber es handelt sich anscheinend um die Royal-Reihe. Dieser hier wäre Royal Passion. Und wie ihr schon seht, es ist so richtig schönes Material, was so richtig schön schimmert. So ein bisschen Perlmutt. Hat mir als Eyecatcher direkt gefallen. Die Qualität ist jetzt leider nicht so gut. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Es sind so ein paar, also keine Leserillen drin, aber so ein paar Kratzer. Soll mich nicht stören. Der Buchrücken ist einwandfrei, gefällt mir richtig gut. Das Ganze ist von Geneva Lee, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall der Reihenauftakt einer Reihe. Vielleicht steht ja auch drin. Nein, dann nicht. Wie viele Bände es hat. Nein. Band 1, ja, schön. Für alle Mädchen, die ein neues Märchen brauchen. Oh. Also ist die vierte Auflage, aber ich finde jetzt nirgendwo, wie viele Bände diese Reihe hat. Nein. Also da steht nur, dass die nächste Ausgabe Royal Desire heißt. Also zwei Bände hat die Reihe auf jeden Fall, aber ich glaube, es waren mehr, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall begleiten wir hier Clara Bishop. Die macht gerade auch ihren Abschluss. Irgendwie habe ich ganz viele Abschlussbücher dieses Mal gekauft.
ich weiß nicht, was mir da im Kopf rumging, aber vielleicht hatte ich einfach Lust auf die Thematik. Auf jeden Fall ist sie auf ihrer Abschlussfeier und lernt dort einen jungen Mann kennen, beziehungsweise sie lernt ihn eigentlich gar nicht kennen. Er stürmt einfach auf sie zu, zieht sie an sich und küsst sie und verschwindet dann einfach im Universum des Lebens. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Als sie dann später in der Zeitung ein Bild von ihr und ihm entdeckt, stellt sie fest, dass es sich um Prinz Alexander von Cambridge, Thronfolger von England, handelt und er ist ein königlicher Bad Boy. Das entnehmen wir dem Klappentext. Wie das Ganze ausgeht, werden wir natürlich in dem Buch erfahren. Hier steht nur, der Mann ist gefährlich, von ihm lauern Abgründe, die Clara ins Verderben stürzen können. Ist sie stark genug, um der magischen Anziehungskraft zwischen ihnen beiden zu widerstehen? Ich schätze mal, die beiden finden sich irgendwo wieder, sonst gäbe es nicht ein ganzes Buch von, beziehungsweise eine Reihe davon. Aber ich bin gespannt. Ich wollte ja die ganze Zeit schon Selection lesen. Da geht es ja auch um so ein Mädchen, das sich in einen Prinzen verliebt. Irgendwie habe ich es auch momentan mit so Prinzen-Liebesgeschichten. Vielleicht habe ich zu sehr bei der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry mitgefiebert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Reihe. Ich könnte ja auch einfach mal andere Reihen beenden, bevor ich mal eine neue Reihe starte. Das wäre vielleicht auch mal ein Projekt. Ihr dürft mir gerne mal schreiben, wie ihr das immer handhabt, ob ihr erst eine Reihe beendet, bevor ihr eine neue anfangt, oder ob ihr genau wie ich 30 angefangene Reihen im Regal stehen habt und keine beendet habt und immer wieder neue Reihen anfangt und einfach die alten nicht mehr weitermacht. Oder aktuell nicht weitermacht. So, machen wir weiter. Wir haben jetzt noch zwei Artikel, beziehungsweise den dritten, der mir noch zugeschickt wurde, den ich euch ja auch noch zeigen wollte. Das sind einmal, so, ich mache das mal zur Seite, dann habe ich nämlich den Schoß frei. Einmal hatte ich mir ein Buch aus dem Lux Verlag bestellt und einmal habe ich vom Lux Verlag ein Buch zugesandt bekommen. Aber dazu kommen wir gleich. Auf das Buch, das ich jetzt hier vor mir habe, habe ich mich von der ganzen Bestellung am meisten gefreut. Bisher war alles wunderbar. Und da waren irgendwie zwei Sticker drauf. Ja, wahrscheinlich hat die Person, die das Buch zuerst bekommen hat, es zurückgeschickt. Und dann haben sie einfach noch einen Sticker drüber geklebt, weil der Zustand ist echt voll für den Arsch. Also einmal, dass man sieht. Hallo. Da, komplett rund gelesen. Überall Leserillen. Also das Buch wurde nicht schön behandelt und dabei habe ich mich so darauf gefreut. After Work, der Roman von Simona Arnstedt. Ich habe mich echt richtig drauf gefreut und bin jetzt ein bisschen angepisst, dass er so aussieht, wie er aussieht. Wie kann man bitte so mit Büchern umgehen? Mein Gott! Auf jeden Fall geht es um eine Protagonistin, die einen Mann in einer Bar kennenlernt. Wie der Titel schon verrät, sie fangen was miteinander an, sie küssen sich und dann kommst du am nächsten Morgen ins Büro und es ist dein Chef. Also wieder die gleiche Thematik wie bei Bossman. Aber von diesem Buch hier habe ich echt schon so viel gehört, dass ich es unbedingt lesen wollte. Ich hatte mich auch bei Lux beworben, beziehungsweise bei der Lesejury, bei der Leserunde dazu, habe da leider nicht mitmachen dürfen. Aber deshalb habe ich mir das Buch jetzt auch bestellt und bin echt angefressen über diesen Zustand. Also wahrscheinlich werde ich das Buch auch wieder zurückschicken, weil so möchte ich es echt nicht in meinem Bücherregal stehen haben. Nein, 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 nein. Dann kommen wir zum letzten Buch, nennen wir es mal Buch, das ich bei Rebuy dieses Mal bestellt habe. Es ist kein Buch, aber wenn ihr es seht, werdet ihr wissen, warum ich es gekauft habe. Ich habe mir einen Captain America Comic mal gegönnt. Ich habe eigentlich gar nicht so das Rieseninteresse an Comics, aber ich bin halt ein riesen Captain America Fan und ich habe es per Zufall auch auf der Seite gesehen und habe gedacht, komm, jetzt nimmst du dir es einfach mal mit, vor allem, weil der Captain dabei ist. Es ist, glaube ich, auch der allererste Band, zumindest ist hier eine 1. Ich kenne mich bei Comics echt nicht aus, ob das jetzt heißt, dass es Band 1 ist. Auf jeden Fall ist es von Mai 2017, Captain America Steve Rogers. So heißt wohl diese Reihe.
Auf jeden Fall geht es um Hydra, um Red Skull und Baron Zemo und die haben so ein paar böse Machenschaften am Start und der Steve Rogers alias Captain America muss den beiden Einhalt gewähren, muss die beiden besiegen. Hier steht nur eine Punktlandung, Adventures in Poor Taste, also es muss auf jeden Fall sehr, sehr beliebt gewesen sein. Damals muss ich, wenn ich das richtig überall gelesen habe, habe mich ja ein bisschen informiert, muss das damals ein riesen Hype gewesen sein. Wer sich mit Comics auskennt von euch, darf mir gerne mal sagen, ob das wirklich Band 1 ist von dieser Steve Rogers Reihe. Ich werde mich da demnächst mal dahinter setzen. Aber die Zeichnungen sind echt richtig, richtig schön. Da habe ich mich auch mal kurz gefragt, warum Captain America Heil Hydra sagt. Ich werde es erfahren, sobald ich es gelesen habe. Es sind auch nur 100 Seiten, also wird wahrscheinlich auch recht schnell durch sein. So, und dann kommen wir zu dem Buch, das ich nicht bestellt habe, sondern das ich vom Lux Verlag bekommen habe, aber nicht als Rezensionsexemplar, sondern gab es letztens bei dem Instagram-Profil des Verlags ein Gewinnspiel. Ich habe einfach mal mitgemacht und einen Tag vor meinem Geburtstag habe ich auf einmal Post von der Bastei Lübbe daheim gehabt. Und ich dachte so, hä? Wieso habe ich da auf einmal was von denen? Weil mir wurde nicht gesagt, dass ich gewonnen habe. Es wurde auch, glaube ich, nirgendwo veröffentlicht. Ich hatte auch keine Rezensionsexemplare angefordert. Und trotzdem kam da was an. Dachte ich erst, vielleicht hat die Lesejury was geschickt, weil sie gesehen haben, dass ich sonntags Geburtstag habe. Hab dann einfach mal das Ding aufgemacht. Wer mir auf Instagram folgt, hat es auch gesehen. Und zwar habe ich dieses kleine Schätzchen hier gewonnen. Vicious Love, die erste Ausgabe oder der erste Band von der Sinners of Saint Reihe. Viele bei BookTube werden das Ganze auch schon kennen. Und es ist so schön metallic. Das wäre auch mal wieder so ein richtiger Coverkauf für mich gewesen, aber vom Feinsten. Ich weiß nur, dass es um eine junge Frau geht, die für ihre Schwester sorgen muss. Ihre Schwester ist halt krank und sie haben nicht viel Geld und müssen immer gucken, wie sie über die Runden kommen. Und dann taucht auf einmal Vicious auf, der ihr früher mal das Herz gebrochen hat und ihr das Leben schwer gemacht hat. Und es steht noch so ein toller Satz drin, er versucht halt, sie zurückzugewinnen oder die Fehler, die er früher gemacht hat, wieder gut zu machen. Aber sie traut ihm natürlich nicht und dann steht ganz unten. Und wer ihn kennt, weiß, Vicious bekommt immer, was er will. Das sind ja echt die Menschen, die ich eigentlich nicht mag. Aber die Reihe hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Es ist auch die erste Auflage, wenn ich das richtig gesehen habe. Lux Verlag ist sowieso einer meiner Favoriten. Ich weiß nicht warum, aber die Geschichten gefallen mir einfach, die Cover gefallen mir einfach. Lux, sehr, sehr gut gemacht. Vor allem mit dem Rosé-Metallic. Ich bin begeistert. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Auch wenn es jetzt kein Rezensionsexemplar war, sondern nur der Gewinn eines Gewinnspiels. Aber ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. So ihr Lieben, das war's dann auch wieder mit meinem Rebuy-Unpacking. Das waren jetzt 9 Bücher plus, beziehungsweise 8 Bücher plus ein Comic plus die Ausgabe, die ich gewonnen habe. Ich finde, das ist doch schon mal ein recht anständiger Berg an Büchern. Was ich genau ausgegeben habe, kann ich euch nochmal hier einblenden. Also ich finde, für 9 Bücher war das jetzt absolut nicht die Welt. 2 davon überlege ich mir nochmal zurückzuschicken, halt einmal das Harry Potter und dieses Afterwork, weil ich weiß definitiv, dass ich nicht Zustand gut ausgewählt habe, weil ich das grundsätzlich nicht mache, gerade bei Taschenbüchern. Bei gut kannst du nämlich davon ausgehen, dass es Leserinnen haben wird, aber wenn ich das richtig weiß, ist dieses Wochenende auch nochmal eine Rebuy-Aktion zum Verkaufen, dass man irgendwie 10% mehr für seine Artikel kriegt. Falls sie es nicht zurücknehmen, ich schreibe dann nachher mal eine E-Mail hin, werde ich das dann vielleicht so machen, weil das Buch ist noch so aktuell, das werden sie auf jeden Fall nochmal ankaufen. Ansonsten wäre es das von meiner Stelle. Ich werde mich jetzt gleich in mein Mats Hummels Deutschland
WM 2018 Trikot werfen. Fahre dann noch zu einem befreundeten Pärchen, mit Matti natürlich und mit Lani. Und wir werden dort das Deutschlandspiel schauen. Ihr dürft mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch für Deutschland seid, was ich natürlich hoffe. Und wie ihr denkt, dass das Spiel heute Abend ausgehen wird oder wer euer Weltmeister-Favorit ist. Bei mir ist das ganz klar Deutschland. Falls Deutschland wegen irgendeinem Grund aus dem Turnier fliegen sollte, dann habe ich immer noch Spanien, weil Lana einfach aus Spanien ist und ich da solidarisch dann mitfieber. Habe ich nämlich auch beim Spanien-Portugal-Spiel. Matti saß neben mir und wir haben es zusammengeschaut. Und ich habe die ganze Zeit Spanien angefeuert und er hat die ganze Zeit Portugal angefeuert. Und ich mag diesen blöden Ronaldo ja einfach nicht. Aber das ist alles ein ganz anderes Thema. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr drückt Deutschland auch die Daumen. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, adios und bye bye.